Episode 7 von Banishers Ghosts of New Eden. Moin, hier ist Angelus, willkommen zurück zum Let's Play. Red und Antea sind wieder vereint, aber allerdings ist sie jetzt eher so, ja, der persönliche Poltergeist von ihm. Mal schauen, wie das sich entwickeln wird. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir müssen noch aus der Höhle rauskommen. Und die ist aufgeteilt in sehr viele kleinere Bereiche. Mal gucken, was wir hier noch finden können. Ah, jetzt bin ich auf der Seite, vor der die andere Seite von dem Wasserfall. Das habe ich ja von drüben gesehen, dass es hier so Pflanzen gibt. Ein Geisterhund. Heute nicht. Oh, das war aber... War er in dem Wolf drin? Hat quasi den Körper übernommen? Wir können sie gemeinsam bekämpfen. Mach ich doch. Können sie auch kämpfen? Oh. Antea im Kampf. Drücke, um einen Schlagangriff auszuführen, der mehr Schaden an besessenen Leichen verursacht. Antheas Angriffe kosten Geistespunkte. Diese werden durch Reds Angriffe wiederhergestellt. Ah, das ist ja so... Das ist ja ein besessener Wolf. Und deswegen kann ich jetzt hier die Schlagkombo gegen die machen. Da ist sie effektiver. So, und jetzt wieder wechseln. Jetzt wieder wechseln auf ihn, weil er effektiver ist gegen die. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Dank dir. Ich war keine große Hilfe. Doch, das warst du. Wirklich. Und dir geht es auch bald wieder gut. Alles wird besser. War das... Ja. Irgendwas ist hier. Eine Leiche. Okay, das sagt jetzt aber nichts. Das ist da auf dem Wachs... Ist die entstellt oder wachsen auf denen irgendwelche Pilze schon? Die Höhle verlassen. Ach, nur ein bisschen Zeugs, aber gut. Vielleicht war das einer von den Dämonologen. Oder der Junge. Shelly. Warum Abzweigungen? Ich mag keine Abzweigungen. War ich da schon mal? Kann ich hier wieder hochklettern? Ich hoffe. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch. Was denn? Ich habe hier was für dich. Hey. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Ein Luftzug aus dem Totenreich? Das muss aber eine miese Luft sein. Da ist nichts mehr. Da. Wo ist es denn? Schon wieder hier. Ah, die Dämonologen. Teil 2. Auf meiner Brust liegt eine schwere Last. Die Höhlendecke ist so weit oben, dass man sie kaum erkennen kann. Ein ungewohntes Gefühl. Ich werde die Tiefe erkunden. Angrat ist dagegen. Er fürchtet, in eine Ritze zu fallen oder anderweitig ums Leben zu kommen. Ich habe ihn versichert, dass ich ein erfahrener Höhlenforscher bin, wie mein Vater vor mir. Shelly möchte sich mir anschließen. Ich traue dem Jungen nicht. Mir gefällt nicht, wie er mich ansieht. Er möchte mir in die Tiefe folgen, aber etwas in mir schreit mich förmlich an, ihn nicht mitzunehmen. Ich bin krank, meine Organe brennen, mein Blut vertrocknet. Ich werde sterben. Das ist der Preis des Wissens, wie wir Okkultisten zu sagen pflegen. Aber ich bereue es. Hätte ich gewusst, welche Qualen uns erwarten, hätte ich sie alle schnellstens hinausgeführt, sie unter den eiskalten Wasserfall gestellt und dann die Beine in die Hand genommen und versucht, nie wieder an diese Höhle zu denken. Mögen die dämonischen Ausströmungen unserer Rituale sie alle mit in die Hölle reißen. Letztendlich haben sie immer irgendwas mit schwarzer Magie zu tun. Ja. Immer. Was haben sie hier in der Höhle noch rausgelassen?
Werden wir noch drauf kommen, vielleicht? Die Monologen sind dann immer zu gierig und wollen immer so Macht haben. Schlüssel zur Ausrüstung minus 1 des Okkultisten. Ach! Spirituelle Halskette. Ich hatte den Schlüssel von den Kultisten gelootet. Geiles Menü. Okay, aufrüsten. Habe ich jetzt Amulett? Die habe ich. Kann man auch verbessern. Mit Zunderpilze, da habe ich so viel von. Ausrüstung kann nur in einem Unterschlupf geändert werden. Ach ja, ja klar. Aber also angehängt habe ich mir die, ne? Antea erleidet 5% weniger Schaden. Ah. Da waren wir, ne? Das ist die Höhle. Bin ich hier reingegangen? Ja, genau. Ich bin ja hier am Strand lang. Hier hoch, dann hier in die Höhle. Dann hier da. Jetzt sind wir hier. Und hier war eben der Weg wegen der Abzweigung, ne? Das war hier, okay. Möchte ja nichts verpassen. Sind wir jetzt raus aus der Höhle? Sieht so aus. Und der. Ein Elch! Was für ein Spalt? Ah, nur Leder dahinter. Okay. Wie sie als Geist hier mal lang huscht, Mensch. Gruselig. Dieser Schemen hat es auf die Leiche abgesehen. Okay. Jetzt hat er den übernommen, ne? Okay. Aber auf den Geist wieder, okay. Besessenheit und Unterbrechen. Schemen können versuchen, von Leichen Besitz zu ergreifen. Du kannst eine Besessenheit unterbrechen, indem du den Schemen angreifst, bevor er die Leiche erreicht. Ja, jetzt war ich aber so weit weg. Jetzt kloppen wir den erstmal mit Antea wieder aus der Leiche raus. Ich kann gar nicht parieren mit ihr. Noch einer. Oh, ausweichen kann sie aber. Und zwar flott. Schwerer Angriff hat sie auch nicht. Wenn die Geisteskraft leer ist, habe ich gerade gesehen. In der ganzen Region wimmelt es nur so vor Schemen. Nicht nur in Joidentown. Was ist hier passiert, dass der Schleier so dünn ist? Krieg? Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? Ja, und man darf ja nicht vergessen, dass die Siedler hier alles nur Einwanderer sind und das Land für sich besetzen und die Eingeborenen zum Beispiel einfach vertrieben oder umgebracht haben. Das war die Geschichte von Amerika. Ein reinstes Blutbad. Aber ich habe gerade gesehen, wenn ich mit Antea die ganze Zeit Angriffe mache hier auf die Gegner, verbrauche ich diese Geisterenergie. Wenn die Geisterenergie weg ist und ich schlage mit ihr trotzdem weiter, dann zieht sie Lebenspunkte von Red ab. Und er verliert Leben. Ich kann ihn quasi dann töten. Ich muss dann wirklich wieder zu ihm wechseln, damit sie ihn nicht das Leben weghaut. Kaninchen mag ich eigentlich, aber die hier sind gammelig. Daher haben selbst die Wölfe sie verschmäht. Ha. Gammelige Kaninchen. Waren die vorher schon gammelig oder erst jetzt, wo sie tot sind? Können wir keine Hammelsuppe machen. Mit ein paar Tüften.
wenn ich jetzt hier so im Wald bin und mit ihr jetzt auf sie wechsle, geht nicht. Kann ich nicht. Schade. Ich hätte mir gerne den Herbstwald angesehen. Jagdausrüstung. Vielleicht sind unsere Fallensteller in der Nähe. Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Ja. Ich muss jetzt hier erst rumlaufen. Daher wahrscheinlich das tote Kaninchen. Jetzt kann ich zu ihr wechseln. Aber guck mal, bei ihr sieht der Wald echt viel schöner aus, glaube ich. Ich mag ja den Herbst, ne? Bin im Herbst geboren. Herbst, beste Jahreszeit. Schön. Habe ich das nicht eben schon mitgenommen? Und her? Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein, wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Aha. Was mit den Hexen? Die könnten dich vielleicht sehen, könnten das vielleicht nicht gut finden. Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen. Hoffentlich sind sie weg. Den Lebenden die Schuld geben. Traue niemals einen Verbanner, denn schon sein Name ist eine Lüge. Verbanner sind nicht die nützlichen Helfer, die versuchen, die Rechtschaffenden vor dem Teufel zu schützen. Nein. Sie verbannen die bösen Geister nicht in die Hölle, sondern bedienen sich ihrer heimtückischsten und schändlichsten Magie. Wer hat je einen Blick auf ihre Hände oder Unterarme geworfen, die von der Verdammnis ihrer schwarzen Kunst zerfressen sind? Wer hat je die abscheulichen Symbole gesehen, die sie in die Ringe geritzt haben, die sie immer tragen? Das an den Händen nennt man Tätowierung. Die Verbanner unterscheiden sich nicht von anderen Zauberern, Hexen und Teufelsanbetern und sie lügen den Gerechten ins Gesicht. Sie verbannen nicht das Böse, sie unterwerfen und zähmen die unsterbliche Seele, ob befleckt oder rein, tot oder lebendig. Die Wahrheit des Herrn wird durch ihre geschmückten Worte entstellt. Essenz, sagen sie, und Überreste, Spektralspuren, Erlösung und Abschluss, Lügen, Lügen, Lügen. Und was hat es mit der Schuldzuweisung auf sich? Damit bezeichnen sie den Diebstahl der Seele der Rechtschaffenden, bevor sie sie für eine ihrer vielen sündigen Tätigkeiten versklaven. Traue also niemals ein Verbanner. Du könntest bei jedem Handel mit ihnen der Nächste sein, dem sie seine ewige Seele stehlen, weil sie beschließen, dir aus irgendeinem Grund die Schuld zu geben. Aus der Feind hat einen Namen. Von Fear God Waterbury. Oh Gott. Verschwörungstheoretiker. Staub und Geld. Dankeschön. Hat ihn nicht weitergebracht, er ist tot. Hättest du mal einen Verbanner aufgesucht. Vielleicht würdest du noch leben. War ich da schon mal? Klettern. Und hoch geht's hier. Diese Hexen, die du erwähnt hast, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, aber können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein.
Den müssen deine also gehabt haben. Ja. Vielleicht wollen sie diesen Albtraum auch loswerden und haben es sonst auch nicht anders geschafft. Oder, stellt ihr vor, der Albtraum ist ja aus einer Tragödie entstanden, ne? Was wäre denn, wenn der Albtraum, ist jetzt nur von mir überlegt irgendwie, was ist denn, wenn der Albtraum im Leben eine Hexe war? Und dann wurde sie... Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Anzeichen von Zivilisation? Hab ich ein Glück. Okay. Also eine Vermutung. Stellen wir vor, der Albtraum war im Leben, war es eine Frau und war eine Hexe. Hat auch Magie praktiziert im Sumpf, im Wald, keine Ahnung. Und irgendwelche Siedler haben das rausgefunden. Irgendwelche gottesfürchtigen Siedler haben das rausgefunden und haben sie dann der Hexerei beschuldigt und so. Und haben sie dann verbrannt. Und da aus dieser Tragödie ist dann vielleicht dann, keine Ahnung, der Albtraum entstanden. Und deswegen haben die Hexen vielleicht ein Interesse daran, dass sie wieder weg ist. Vielleicht ist der Geist deswegen so besonders stark. Nur eine Vermutung vielleicht. Oder eine andere Geschichte, dass sich jemand in eine Frau verliebt hat und dann später rauskam, dass sie eine Hexe war. Und oder sowas. So eine ähnliche Geschichte. Ja? Abgesehen von den Wölfen und Schemen. Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen kurz Luft zu holen. So ähnliche Geschichten gab es auch bei Witcher 3, dann, die man auch so aufdecken konnte. Blockierte Wege. Du verfügst nicht über die erforderliche Manifestation, um diesen Weg jetzt beschreiten zu können. Solche Hindernisse werden auf deiner Karte im Kompass markiert, damit du problemlos zu einem späteren Zeitpunkt dorthin zurückkehren kannst. Okay? Schlingefeu. Diese Schemen, die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Das bewegt sich. Schlingen, die auf Pflanzensaft aus sind. Okay. Cool. Wie bei Harry Potter. Okay, da komme ich also später zurück. Wird auf der Karte angezeigt. Die Pfeile, das ist mein Laufweg, glaube ich, oder? Oder was sind, oder sind das... Ne, das sind so Bereiche zum Hoch- und Runterklettern, so wie hier. Okay, wir sind eben jetzt hier rausgekommen, bin ich hier komplett durch. Auch die Kiste, die ich geholt habe, aber das ist noch über... Das ist noch recht überschaubar, glaube ich, das Ganze. Und schick gemacht. Okay, da ist das Schlingefeu. Dann hier ist, achso, es geht hier in den Bereich. Guck mal, da ist aber nicht viel hinter. Das ist hier nur so ein größerer Bereich. Könnte fast so eine Boss-Arena sein, so wie das hier aussieht, so ein großer, freier Bereich. So, hier war ich dann auch. Jetzt können wir einfach nur weiter nach da gehen, zur Brücke. Ich mag die Karte. Hier geht es schlechte runter. Nachrichten. Die Brücke ist kaputt. No shit, dann Sherlock. Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Seltsam. Ich sehe Flecken, aber nicht die üblichen. Sie folgen einem Muster. Siehst du das nicht? Es zieht mich an. Ja. Die fliegen da irgendwo hin. Okay. Fast so wie magnetische Linien, die einen irgendwo hinziehen. Hier drüben. Hier kannst du runterklettern. Also wenn ich hier runterkletter versuche, komme ich auf jeden Fall nicht mehr hoch. Das geht, aber ich komme nicht mehr hoch. Ich gehe erstmal hier runter. Und immer wieder rauf und runter. Diese Flecken. Ich hätte sie greifen können, wäre ich stärker gewesen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Hunger ist zurück und wächst schnell. Jetzt schon? Also gut, lass uns was finden, das dich stärkt. Aufgabe abgeschlossen. Ich muss hier weiter? Bei den anderen wäre echt nichts gewesen. Kann ich da auch doch wieder hochklettern? Dann gehe ich nochmal kurz zurück.
Wenn das hier doch hier jetzt der Hauptweg wird. Ich hätte gedacht, auf der anderen Seite geht es eher runter, weil das so aussieht. Die Jäger aushungern. Level 4, dankeschön. Meine Knöchel sind zwar robust, er springt, aber mit okay, der Höhe, das wird nichts. Er springt gar nicht. Feigling. Er ist halt kein Assassine. Guck mal da. Wenn ich jetzt ein Gewehr hätte, könnte ich das runterschießen. Ist er besessen? Nee. Hey, der hat gar keine Arme. Sieht aus wie von Silent Hill. Silent Hill 2. Ein Spucker. Sie kriegen Verstärkung. Hui. Das sind drei besessene Viecher. Kann ich die verbannen? Marcin lädt! Oh ja, dann sind sie sogar ganz tot. Ich dachte, man macht mit Verbannen vielleicht erstmal nur den Schemen raus aus dem Wolfskörper oder so. Aber nee, die sind gleich komplett weg. Ja. Muss man hier wieder zurückkehren? Wenn man wissen will, was da oben drin ist. Oder ist das vielleicht nur im Kampf, dass das explodiert oder so? Sie kann ja auch nichts machen damit. Aber es ist ein Gewehrslot im Inventar gesehen. Oder ist es einer vorhanden? Da ist wieder eine Kerze. Das heißt, wir kriegen später ein Gewehr. Da drin befindet sich jemand. Jemand Beflecktes. Befleckt. Aber noch ein Lebender. Aber ein Befleckt heißt... Was? Etwas Böses an sich? Essenz für Antea suchen. Wir brauchen irgendwas Lebendes. Leder. Oh. Es müffelt, glaube ich, auch hier drin. Jemand hat Tage gezählt. Ben, du bist zurück. Ben? Oh, Verzeihung. Ihr seid jemand anderes. Einer der Fallensteller, Jäger. Ein Trapper. Seid ihr hungrig, mein Freund? Der Eintopf ist zwar recht wässrig, aber dennoch teile ich ihn gern mit euch. Antea ist hungrig. Nett von dir, Junge. Aber nein, danke. Schon eine Weile her, dass ich ein menschliches Gesicht gesehen habe. Kommt ihr aus dem Lager? Seid ihr ein Jäger? Sowas in der Art. Red McWraith. Ich bin ein Verbanner. Wie in den Geschichten? Jacob Lind, ein Trapper. Und ja, das ist ein richtiger Beruf. Natürlich ist es das. Also damals zu der Zeit war es das auf jeden Fall. Die haben halt Essen besorgt, vielleicht hier und da auch das ein oder andere Fell.
Okay, ich denke mal, ich weiß, wo das Spiel drauf hinausläuft. Wir müssen uns entscheiden, welche Menschen wir vielleicht töten, damit Antea etwas zu futtern hat. Sie sagt, hier ist jemand befleckt. Das heißt, was meinst du mit befleckt? Hat er was Schlimmes gemacht? Ist deswegen befleckt? Weil er macht jetzt auf den ersten Blick einen sehr netten Eindruck, weil er uns gleich etwas zu essen angeboten hat. Aber könnte natürlich auch vergiftet sein oder wer weiß. Was macht ihr hier? Was treibst du hier? War es nirgendwo sicherer für dich? Die Wälder sind gut zu denen, die sie kennen. Wir jagen hier. Wenn wir Felle und Fleisch haben, handeln wir damit in New Eden. Aber das Wild wird weniger. Wir können nicht handeln. Also warten wir. Wenn sogar die Wölfe hungern, dann ist klar, dass ein harter Winter bevorsteht. Okay. Wir haben gerade nicht Winter, es ist Juni. Winter? Wir haben Juni. Wirklich? Ich könnte schwören, es wäre... Tut mir leid. Wenn ich allein bin, verliere ich das Zeitgefühl. Und dein Freund? Oh, ihr habt Ben getroffen, ja? Er war hier, genau. Gerade eben. Ist Ben vielleicht die Leiche gewesen, die wir an dem anderen Zelt gefunden haben? Und zwar da, wo der Brief lag, dass Verbanner die ganzen Betrüger sind. Weil das war auch ein Trapperzelt, ne? Ihr seht erschöpft aus. Du bist erschöpft. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie verdorben diese Wälder sind. Schläfst du gut? Ich schlafe nicht gerne. Ich sehe Dinge. Leuchtende Augen zwischen den Blättern. Was bedeutet verdorben? Von Geistern durchsetzt, heimgesucht. Erzähl mir von deinen Albträumen. Es ist ein Albtraum. Und immer derselbe. Ben hat ihn auch. Kannst du ihn beschreiben? Nein. Nein. Es ist ein Albtraum. Nichts weiter. Wer ist Ben? Wer ist Ben? Auch ein Fallensteller? Ja, der Beste von allen. Hat mir alles beigebracht. Er ist gerade nicht da, aber er ist bald zurück. Wo ist er hin? Die Brücke ist eingestürzt. Da kommt man nicht mehr rüber. Das stimmt. Im Schatten lauern böse Dinge. Sie wittern Fleisch. Das Wild ist knapp. Sehr knapp. Und Ben ist weg. Aber er wird das Wild finden. Ich weiß es. Das klingt alles ein bisschen komisch, was er hier erzählt. Vielleicht hat er auch den Verstand verloren. Wo hast du Ben kennengelernt? Wir haben uns gefunden. Brüder im Geiste, sagte er. Er ist gut zu mir gewesen. Zu gut. Warum? Er ist dir wichtig. Ja. Und ich bin ihm wichtig. Und was sieht er in dem Schatten? Was verbirgt sich in den Schatten? Ist das das, was dich hier hält? Das und der Nebel. Wenn man nicht sieht, kann man auch nicht jagen. Ben schießt besser als ich. Und auch in den Wäldern kennt er sich besser aus. Ich würde ihn nur aufhalten. Nur aufhalten. Er hat den Mut verloren. Oder ein Geist hat ihn dessen beraubt. Ja, das wäre auch meine Gedanke gewesen. Ruh dich etwas aus, Jacob. Du hast es nötig. Wenn ihr Ben seht, sagt ihm, dass ich an ihn denke. Ein großer Junge. Selbst wenn er liegt. Man kann ihn nicht übersehen. Armer Junge. Er ist in Spektralspuren eingehüllt. Deswegen befleckt, weil er in Spektralspuren. Wahrscheinlich wird er auch noch von Ben heimgesucht. Du hast deine erste Spukermittlung begonnen und musst den Geist untersuchen, der Jacob Lindheim sucht. Benutze den Benachrichtigungs-Shortcut oder öffne das Menü für die Spukermittlung, um diese Untersuchung zu verfolgen. Ja. Die Kiste ist nicht offen. Okay.
Ich tippe mal, entweder hat er Ben getötet, als er halluziniert hat. Ben ist Gewehr. Ohne Waffe losgezogen? Also. Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Och Mann, ich denke, ich krieg jetzt ein Gewehr. Mann. Wir müssen jetzt herausfinden, was mit Ben passiert ist. Ich denke, waren die hier zu lange in der Wildnis und hier sind ja auch wirklich irgendwelche Schemen, Geister unterwegs, dass er irgendwas gesehen hat, Angst gekriegt hat oder Verstand verloren hat und er hat Ben getötet. Das ist meine erste Vermutung. Und macht sich jetzt vielleicht noch hat eine Schuldgefühle und will den Ort deswegen nicht verlassen und hat den Mut verloren und ist komplett zerstört. Ich guck mir in der nächsten Folge hier alles an, Leute. Also, ich hoffe, ihr seid mit dabei in der nächsten Folge, wenn wir hier den ersten Geist vielleicht wieder vertreiben oder ihn hier ausschalten. Mal gucken, wohin die Ermittlungen führen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Dann sage ich wie immer ciao, ciao, bis zur nächsten Folge und danke für den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.